euch erschienen seid? Bei mir ist der Bass zu leise natürlich. Ich kann das auch ein bisschen von der Wetsch mit hochgeben. Die Woche jetzt der Vorbereitung nutzt man eben, um gerade Schwierigkeiten, die auftreten können, auszumerzen, alles anzugleichen, das Setup mal durchzuspielen, alle Einstellungen zu programmieren, die notwendig sind. Also das überlebe ich hier. Mann, ich bin sicher. Du bist sicher, absolut sicher. Okay. Hätte ich das Ohr den Grund mehr gehabt, dann wäre mein Trommelfell geplatzt. 100 Pro oder ein Tinnitus oder so. Also ich kann da nicht singen, ne, mit dem Zeug. Das ist, der Dampf ist zu hart. Ja, man kann sicherlich noch ein paar andere Materialien mal ausprobieren, testen. Aber wo Pyrotechnik ist, ist halt natürlich auch immer Rauch. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Ja, und dann sind hier noch ein paar Wedges abgebrannt, sehe ich gerade. Ein paar kaputte Cases. Naja. Was weg hab ich? Ja, wir können uns ja kurz angucken, entweder wir checken, dass weitergespielt wird oder einige Zeichen, dass wir aufhören. Dann wissen wir, okay, jetzt ist es zu Ende. Wenn dann du nickst, ja, dann spielen wir es weiter. Wenn ich nicke, hören wir auf. Ja, aber nicht mittendrin. Nee. Die neuen Songs, die haken halt noch ein bisschen hier und da, bei mir auf jeden Fall. Wir wissen ganz genau, was die Leute hören wollen, das ist schon mal so der Grundstock. Und dann kommen natürlich Lieder dazu, die wir ganz gerne mal live spielen wollen. Obwohl es jetzt bei der Tour auch wieder so war, dass so ein kleines Voting vor der Tour stattgefunden hat, was hören die Leute gerne. Und da sind natürlich wieder die Songs, sage ich jetzt mal, die wir jetzt nicht unbedingt gewählt hätten, durchgekommen. Wir hätten schon andere Lieder genommen, ganz einfach aus Fun-Gründen. Ja, wir haben Übungsraum halt auch jeden Tag geübt. Nicht das ganz volle Set, aber schon immer so 15 bis 18 Lieder. Wenn du über 2 Stunden auf der Bühne stehst und Gitarre spielen musst, das kannst du nicht machen, wenn du nicht vorher trainiert hast. Dann kriegst du Sehnscheidenentzündung und sonst irgendwas. Wir von der Tonabteilung, wir machen beschallungstechnisch alles, was jetzt mit Lautsprechern zu tun hat, für die Leute, fürs Publikum. Natürlich auch für die Onkels mit der Monitoranlage. Wir haben da von Künstlern Vorgaben, wie wir es machen sollen. Wir sollen es also nicht so ausdrücklich sprachverständlich mischen, sondern wir sollen schon ein bisschen schmutzig mischen, so dass es halt auch gut eingebettet ist in Gitarrenriss und dass die Stimme nicht wie bei anderen deutschen Produktionen so stark im Vordergrund steht. Natürlich hat ein Live-Konzert andere Gesetzmäßigkeiten wie im Studio. Im Studio kann man lang feilen, kann man viele Dinge ausprobieren. Ein Live-Konzert rollt, wenn es losgeht. Ja. Die Leistung unserer Anlage haben wir dieses Jahr für vorne raus, fürs Publikum, 250.000 Watt. Und auf der Bühne nochmal für Monitor, Sidefield, was da alles so rumsteht, Schlagzeug, Monitor, zusammengerechnet nochmal so 60.000. Man kann damit ohne weiteres im Open Air, was 50.000, 60.000 Menschen machen. So, Till, jetzt möchte ich, dass du Schock nonstop mitsingst, und zwar laut Hals. Ja? Wenn es hier nicht richtig rüberkommt, fliegst du aus der Halle. Also, kleiner Test. Schock nonstop! Oh, du bist ein Lappen, Alter. Schock nonstop! Ja, Stefan ist ein Perfektionist zum Beispiel, um ihn mal zu nennen. Und Gonzo natürlich auch, die feilen immer wieder an ihren Instrumentalsound. Das ist ein neuer Anfang für Kirche. Die BO-Show hat auch einen starken visuellen Charakter, das heißt einmal Zuspielung von fertigen Animationen und das heißt Kamera, das heißt Live-Bilder, Emotionen. Das
Seit meinem 16. Lebensjahr höre ich die Bösen Onkels und die haben mich eigentlich in guten und in schlechten Zeiten mit ihren Liedern begleitet. Und ich finde es eine wahnsinnige Ehre, dass ich hier die letzte Tour quasi als Fan Licht machen darf. Und ein besseres Los kann man, glaube ich, nicht finden. Und dann auf den 3. Aha. Einmal nur weiß, alle zusammen. Wann denkt ihr, dass ihr mal so 2-3 Lieder habt? Wir machen gerade das Grundjahr. Ich schätze mal, dass um 4 schon so weit sind. Gell? Um 4? Dass wir eigentlich schon losrocken können. Jeden Tag kommt ein Stück mehr dazu. Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut, sondern über den Zeitraum. Und perfekt ist nichts auf der Welt. Wenn alles von Anfang an perfekt ist, dann hat man ja den Spaß verloren am Spielen. Und das hier sind Spielsachen. Und wir sind die ewigen Kinder, bloß unsere Spielsachen werden teurer. Man macht unheimlich viel intuitiv. Und hinterher sieht man sich das an und sieht, wo man richtig lag und wo man halt so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist vielleicht. Also ich gebe mich aber nur mit 98% zufrieden. Mehr habe ich auch nicht erwartet. Gut. 2% gebe ich dir dann bis Karlsruhe. Okay. Und Stefan gestern mal gesprochen, was so seine Vorstellungen sind, wie man Bilder umsetzt, wie man Schnitte macht zum Beispiel. Aber wir sind da beide auf einem super Weg und das wird klasse. Also ich meine, ich habe auch eine Menge gesehen, was noch nicht so auf dem Punkt war. Das ist ja klar, ich meine, dafür müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Weil ich glaube, da muss Kevin halt hier rüber gehen. Ja, ist ja, mir aufgefallen ist, dass wir einen ziemlich großen, dunklen Spot hier neben haben. Naja, ich möchte natürlich, dass die Musik und der Text optimal unterstützt wird. Und da muss man sich einfach abstimmen. Da sind natürlich jetzt auch in allen Bereichen verschiedenste Leute am Start. Jeder bringt natürlich auch seinen Geschmack mit ein, das, was er denkt. Und das gilt halt jetzt abzustimmen, auch mit dem, was die Band sich vorstellt. Und deswegen sitzen wir hier. Immer, ne? Sonst arbeiten wir die ganze Zeit echt hart. Und dann, wenn wir mal nichts tun, kommen die mit ihrer Kamera. Ich möchte auf jeden Fall die Tour genießen. Da freue ich mich. Ich möchte jedes einzelne Konzert einfach wirklich intensiv erleben. Das habe ich mir vorgenommen für diese Tour. Ich versuche mein Bestes zu geben. Will nicht zum nächsten Lied schauen. Also ich spiele einen Song, ich will nicht zum nächsten Lied schielen. Ich will immer nur bei der jeweiligen Sekunde bleiben und versuchen, die so gut auszumalen, wie es geht. Richtig bewusst wird es dann wahrscheinlich erst werden, wenn dann wirklich alles vorbei ist. Aber wie gesagt, es ist eine Tour wie jede andere und es ist Routine und ich denke da auch nicht so an Abschied. Ja, ich persönlich habe mir vorgenommen, die beste Tour zu spielen. Die letzte und die beste. Wieder mal einen Tag verschenkt. Nicht schön. Dadurch, dass die letzte ist, natürlich eine ganz besondere Tour. Die sollte man auf jeden Fall bewusster mitnehmen als die Touren zuvor. Wenn man erstmal in der Arbeit ist, dann denkt man irgendwie dann gar nicht mehr dran, dass die letzte Tour ist, sondern knüppelt genauso rein und ist so bei der Sache wie immer eigentlich. Da bleibt eigentlich kein Zentimeter Platz für einen anderen Gedanken. Das ist meine letzte Tournee, das ist unsere letzte Tournee und das muss geil werden. Und dazu bin ich bereit, alles zu geben. Okay, ja, wenn du irgendwie Bock hast. Alle vor, wir können uns hier für sich machen. Das eine Konzept ist ein bisschen weniger trinken, ein bisschen weniger feiern generell und viel Sport machen und mich gesund ernähren. Und das andere Konzept ist, wenn das nicht klappt, scheißegal, gib ihm. Ne? Das ist eigentlich wie immer eigentlich unvorstellbar, dass es die letzte Tour ist, aber es ist halt nun mal so. Schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit, ja. Gibt's denn Tessa? Kevins Knochen morgens um 7. Ja. Schlechteste Probe meiner Laufbahn. Okay, danke erstmal. Stefan, wie war die Generalprobe? Na, so lala. So lala, würde ich mal sagen. Also, kann eigentlich nur besser werden. Ja? Also, es gab hier ein paar Leute, die ihre Einsätze verpennt haben.
Ich hatte ein paar gute Verspieler, Kevin ein paar nette Versinger, beziehungsweise seine Stimme war heute eh ein bisschen angeschlagen. Aber morgen ist ja ein Tag Pause, für ihn zumindest. Und da kann er sich ja schön erholen. Ansonsten denke ich mal, war es okay. Sound ist eigentlich relativ geil für uns. Also da gibt es gar nichts dran zu meckern. Lightshow, müssen wir noch dran arbeiten. Werden wir heute Nacht noch ein bisschen programmieren. Und morgen, Samstag wahrscheinlich auch noch, bis kurz vor Showbeginn. Und ja, es gilt noch einiges zu optimieren, so ist es nicht. Aber sonst ein gutes Gefühl. Ja, ich meine, das wird schon, ja. Mach mich jetzt nicht verrückt. Hätte hier und dort schon ein bisschen besser funzen können, aber dafür sind wir da, um das abzustellen, ja. Gibt's jetzt an jedem lange Ohren, da kommt der Erste. Und dann gibt's einen Satz rote Ohren, dann geht es schon. Ja, danke. So, Pizza-Abend. Zum soll es sein. Ich seh euch schon im Dreieck springen, eure Eltern hör ich schreien. Lieber Gott, steh uns bei. Wir wollen die Onkel sehen, wir wollen die Onkel sehen. Wir wollen die Onkel sehen, wir wollen die Onkel sehen. Wir wollen die Onkel sehen. Die Onkels ist mein Leben. Bin durch die Onkels trocken geworden, bin jetzt 5 Jahre trocken vom Alkohol weg. 1800 Euro der Rücken. Hey, wenn die Onkels aufhören, die Legende lebt, lass ich noch drunter tätowieren. Schon wieder arbeiten. Schon wieder arbeiten. Was machen die da drin? Fitten Contest. Echt? Niemand kennt die Wahrheit. Nur ihr wollt uns belehren. Eure Last auf unseren Schultern. Ja, Jungs hier, lass uns doch mal richtig krachen jetzt. Ne? So beim letzten Mal und so. Auf geht's! Ich muss sagen, eben das letzte Lied ging schon ganz schön rein, Alter. Also Erinnerung hat mir jetzt gar nichts ausgemacht. Nee. Aber dann jetzt so hierbei, lasst euch zum Abschied küssen und sowas. Schon auf die Tränendrüsen. Jo. Sag ruhig, dass du geweint hast, Kiefer. Ja, ein Tränchen ist mir schon gekommen, aber das musste ich schnell unterdrücken. Also wie gesagt, kleines Tränchen war schon da, ne? Jetzt bei dem Adios, dann mit dem akustischen Lied dann. Aber das wird wahrscheinlich am letzten Konzert noch am schlimmsten sein.
dass einigen Künstlern heute erstmal bewusst geworden ist, was es eigentlich heißt, sowas, was man erschaffen hat, dann auch aufzugeben. Man sieht, was man erschaffen hat, man ist am Höhepunkt seiner Karriere und dann hört es langsam auf oder es ist irgendwo eine Zeitspanne, wo das vorbei sein wird. Und das war das erste Mal heute, wo das bewusst ist. Und ich denke, das wird noch mehrmals passieren, auch bei der Tour. Wir sind diesmal eine reine Crew von, ich glaube, 130 Leuten, die fest mitfahren. 8 Nightliner, 10 Trucks. Das heißt, in so einem Wechsel von A nach B bewegen wir in der Nacht ca. 100, 110 Tonnen, die gewuppt werden müssen. Die Türme rechts und links dauern viel zu lang. Das ist eine komplette Fehlplanung, naturtauglich. Das heißt, jetzt gab es die Entscheidung, örtlich noch mal mehr Hands zu bestellen. Wir haben morgen früh 7 Mann vor Ort, fangen wir direkt an auszuladen. Normalerweise müsste jetzt die Traktür zu sein und wir haben draußen noch 3 komplette Stellen zum Beladen. Aber das sind die Herausforderungen. Da muss man durch. Ich denke mal, wir schaffen es ja ganz gut, dass diese Abschiedsstimmung eigentlich wirklich erst zum Ende des Konzertes aufkommt. Ja, also erstmal verlieren wir nicht allzu viele Worte darüber und haben uns ja auch vorgenommen, so viel Spaß wie möglich zu haben und wirklich diese Trauer einfach versuchen, so lange wie es geht, einfach von uns wegzuhalten. Und das versuchen wir natürlich auch innerhalb des Konzertes so zu halten. Man merkt schon, die Leute sind also emotional sehr dabei. Ja, das ist beim letzten Lied, da kommen schon ein bisschen Tränen und so den Leuten in den ersten Reihen. Das macht natürlich schon viel aus. Also ich möchte jetzt nicht, dass die Leute weinen. Also das will ich auch, möchte ich gar nicht. Ich versuche es halt so trösten und gehe dann, übergeht es halt lieber schnell und will das gar, ich saug das nicht so gerne auf. We'll be right back.
habe das Gefühl, dass wir auf eine Art einfach unser Soll erfüllt haben und wir an unserem Ziel angelangt sind. Das glaube ich ganz tief. Letztendlich haben das, wofür ich glaube, was das Karma der Onkels war, das haben wir erfüllt. Und alles andere ist jetzt sicherlich noch Spaß, aber es ist nicht mehr oder unter Umständen nicht mehr das, was die Onkels sein sollen. Als wir da im Internet waren und gesehen haben, dass die Daten feststehen, dass wir nichts zu tun haben, wie wir dachten, weil wir studieren erst Mitte Oktober, dann könnte man da in der Zeit an sich die ganze Tour besuchen. Das war erstmal eine bekloppte Idee und dann irgendwann hatten wir ganze Karten bestellt und dann nahm es immer mehr Gestalt. Dann musste irgendwann ein Auto her, da haben wir halt den Van gekauft und dann so den Kram gekümmert, den man so braucht. Und ja, irgendwann ging es auf einmal los, war sehr verblüffend. Und ich muss sagen, dass die allerletzte Onkels-Tour ist, auf der wir komplett dabei sind, gibt der ganzen Sache natürlich noch den ultimativen Kick. Wer frei von Sünde ist, der klatsche zuerst. Genau. Das kann jetzt eine Weile dauern, natürlich. Allora, io mi chiamo Marco Ramazzotto, come voi sentite sono italiano e qui sono l'assistente di Stefan sul palco. Ich bin der Marco, ich bin Stefans Bühnentechniker, das mache ich für ihn schon seit 4 Jahren und auf der Bühne bin ich für ihn zuständig, um ihm halt dem das richtige Instrument mit der richtigen Stimmung für das richtige Lied zu geben, weil Stefan, wie gesagt, sich halt auch sehr auf das Publikum konzentriert und das auf eine Weise macht, dass das Publikum es auch merkt und dann ist es ganz klar, dass es meine Aufgabe ist, ihn da alles andere, was auf der Bühne ist, abzunehmen. Danke für dich! Wenn sowas halt mal passiert, dann ist es halt einfach meine Aufgabe, das so professionell so möglich aufzufangen und das natürlich dem Stefan halt eben auch auf eine professionelle Weise und vielleicht mit ein bisschen Humor zu verkaufen, weil wie gesagt, sowas kann eben mal passieren. Habt ihr wieder schön versautes Konzert, ihr Deppen, ne? Also wenn das scheiße ist, dann geht's ja, schon. Ja, ja, ja. Ich habe ihm was Nettes dann auf seinen Kopfhörern gesagt. Ich baue für P das Schlagzeug auf und ab und kümmere mich bei der Show um den. P hat die Hi-Hat relativ hoch und bei ihm entsteht da sehr viel Sägemehl, sag ich mal, vom Spielen an der Hi-Hat. Der ganze Teppich ist voll damit und das sauge ich dann halt weg. Ansonsten warte ich darauf, dass irgendwas kaputt geht, aber bei P geht nie was kaputt. Problem finden ist Priorität. Da stehen halt irgendwie 15.000 Panther und wollen ihren Spaß haben. Ne? Sag mal, der 12 hat den Pika ein bisschen höher drin. Was, hast du mir eine Pizza bringen? Ja, bring mir mal. Du kannst immer höher für die nächsten dann. Während der Show, in Getränke, Handtuch und sowas irgendwie, sind wir auf der East End, Gonzos Django's Bar irgendwie. Also ich möchte mal die Fans kennenlernen, die immer diese Schuhe verlieren auf der Bühne oder vor der Bühne. Ich finde jeden Abend beim Abbau mindestens 4 bis 5 einzelne Schuhe. Und ich habe mich schon immer gefragt, wer sind diese Leute, die mit einem Schuh nach Hause gehen? Ich kapiere es nicht. Warum suchen die nicht ihren Schuh nach dem Konzert und gehen mit 2 Schuhen nach Hause, wie jeder andere vernünftige Fan auch? Oder haben die im Auto vielleicht ein zweites Paar Schuhe? Das weiß man nicht so genau. Aber wenn irgendwann mal ein Fan ist, der seinen Schuh verliert, kommt doch bitte danach zum Lichtpult. Ich möchte einen mal kennenlernen, nach 22 Jahren. We'll be right back.
Die Nummer 153. 149. Wir haben uns überlegt, dass wir halt für Hardcore-Fans oder BOSC-Mitglieder, dass die einen kleinen Einblick in das Tourleben, also wirklich einen kleinen Einblick bekommen, machen wir bei jedem Konzert eine Backstage-Führung. Das heißt, ich erkläre den Leuten etwas zum Tourleben und dann lassen wir sie auch einen kleinen Einblick haben in den wirklichen Backstage-Bereich, das heißt also, wo die Band untergebracht ist. Und das kommt auch in der Regel auch sehr gut an und die Leute freuen sich wirklich mal, dass sie hier mal einen kleinen Einblick haben, was eigentlich hinter den Kulissen passiert. Danke, Dylan. So, also ich möchte euch hier jetzt erstmal die Katja vorstellen. Die Katja macht Band-Catering und kümmert sich quasi um die Band und ist verantwortlich auch für die Abteilung Schöner Wohnen. Ja, genau. Für viele ist es ein Faden, der sich für die Leute eigentlich durchs ganze Leben zieht. Sie können quasi aus allen Liedern oder aus den meisten Liedern, die es jetzt von der Band gibt, es für sich persönlich etwas herausnehmen in verschiedenen Lebenslagen. Mit dieser Band hast du dich viel Freude, doch die Liebe hast. Teile deine Träume, die du hast. Teile alles mit dir. Da kommt es auf. Der Zusammenhalt von den Fans uns gegenüber, wie die sich verhalten, ich war auf vielen Rockkonzerten, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Also wirklich nicht. Das ist einfach einzigartig. Das hat uns auf jeden Fall so lange zusammengehalten und zusammengeschweißt. Nicht nur für die Fans, das machst du nicht nur für die Fans, klar. Aber zu wissen, du gehst auf die Bühne und hast so einen Support, das ist der Knaller, ja. Weil Onkel ist einfach, ja, wie kann man zum Schreiben, einfach nicht nur Musik ist für mich, es ist auch ein Lebensgefühl. Ich bin Onkels Fan, weil sie mir aus jeder Lebenslage bis jetzt, ob ich gut drauf war oder schlecht drauf war, rausgeholfen haben und mir immer gezeigt haben, wo es wieder lang geht. Texte geben mir ein sicheres Gefühl und immer einen, nicht Gesprächspartner, sondern immer jemand, also eine Instanz, die mich selber zufriedenstellt, egal in welcher Situation ich mich gerade befinde. Also diese Ehrlichkeit, die hat die Leute beeindruckt, die hat auch mich beeindruckt. Sie gehen ihren Weg und sie gehen ihn kompromisslos. Und das, denke ich, hat die Leute am meisten beeindruckt. Ihr seid die Geilsten, ihr werdet immer in unseren Herzen weiterleben. Guck, ich hab ihn. Ja, ich sehe es. Danke. Aber es ist schon eine Proforma-Lösung. Ich hätte ihn auch von dir genommen. Ja. Ich habe noch keine Tränen auf den Wangen. Beim letzten Konzert verspreche ich dir, wirst du Rotz und Wasser von mir kriegen. Vielleicht auch schon beim vorletzten, wer weiß. Ja, ich sag dir, die Leute, das ist echt immer mal. Das stimmt, rauch, schade, weicher Kern, stimmt immer. Ja, die haben immer ein großes Herz. Ja. Das stimmt oft, ja. So wie ich. Kleiner Kern, große Schale, oder Kleiner was? Kleiner Kern, großes Maul, oder was, ja? Ja. Danke. So, was ist das? Wo hast du den? Mensch, mal, ja. Gibt's Bags jetzt auch in Literflaschen, oder was, ja? In Halbliterflaschen, ja. Hab ich beordert. Die Kleinen sind zu klein. Wir brauchen mehr Schub hier. Die Bomben, du. Die Kleinen sind zu klein. Geht doch schnell. Geht zu schnell, Alter. Das ist wie eine Capri-Sonne, weißt du? Ein Tee gefällig vielleicht? Oh, kommt gar nichts raus, trocken. Oh, ein Onkelstee, da kann hier viel Geld für bezahlen, ich schwör's dir, ey. Jetzt aus den Socken einen schönen Onkelstee gemacht. Schön aufgebrüht hier. Wir sind noch lange keine Freunde. Wir sind noch lange nicht zu weit. Danke für nichts, du hilfst mir nicht zu hassen. Danke für nichts, danke für nichts, danke für nichts. Ich bin der Edmund Hartsch, ich begleite die Onkels auf der Tour, schreibe das Tourtagebuch, mache die
Fernsehbetreuung, Internetredaktion und die Pressebetreuung. Ich kenne die Onkel seit 87 und die Tourarbeit mache ich seit der 98er Tour. Wir kennen uns sehr lange, sind eigentlich sehr gute Freunde. Also für mich sehr wichtig, die Band. Und definitiv enges Verhältnis zu Stefan. Wir haben uns lieb. Damit das mal das klar ist. Das war auf Film gewandt ist. Ja. Damit wir das schon mal festhalten. Wir sind ein Paar. Wir sind ein Paar. Wir streben die Homo-Ehe an. Wir sind alles, was man sein kann, ohne schwul zu sein. Verstehst du? Ohne Schuhe. Aber hart an der Grenze. Es hat viel mit Idealismus auch zu tun. Ja, wenn ich nicht hinter der Band stehen würde, würde ich nicht für die Band arbeiten. Das ist ganz einfach. Sein allererstes Tattoo zeigt, was er jemals gehabt hat. Kannst du es nochmal zeigen? Allererstes Tattoo? Hose runter. Nichts von Hose runter. Dieser Anker, wenn man den noch ausmachen kann, zwischen dem ganzen anderen Scheiß, also dieser kleine Anker habe ich mir malen lassen, wo ich zur Zeit in Hamburg war, bei der Seemannsschule in Finkenwerder. Das war 1982, glaube ich, oder 81. Auf jeden Fall war das mein erstes Tattoo, ja. Das ist mein allererstes Tattoo gewesen. Dann habe ich mir noch den machen lassen in Hamburg und den. Und dann, boah, dann war schon richtig geil. Also, voll tätowiert, total voll. Ja. Ja. Da sind sie natürlich ein bisschen spät dran heute, ne? Das Konzert ist ausverkauft. Sicherlich schon seit mindestens einem halben Jahr und zum anderen geben wir keine Pressekarten mehr raus. Und seit circa 4 Jahren haben wir die Pressearbeit eigentlich komplett eingestellt. Von daher, was war das nochmal? Von wo sind Sie? Süddeutsche. Nein, das sieht schlecht aus. Ich glaube, die Süddeutsche hat sich in den letzten Jahren nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, was die Onkelsberichterstattung angeht. Von daher kann ich eigentlich nicht viel für Sie tun. Nee, das halte ich nicht für eine Zensur, weil ich zensiere ja nicht. Und ich sage ja nicht, dass sie nicht aufs Konzert kommen dürfen, sondern nur, dass sie von mir jetzt keine Karten bekommen. Das heißt, wenn sie sich welche kaufen, können sie natürlich gerne aufs Konzert gehen. Danke, tschüss. In einem fairen Artikel müssten die Musiker beleuchtet werden, wie sie heute darstellen und sich selbst darstellen und wie sie heute sprechen und wie sie heute sich artikulieren, wie sie heute retrospektiv auf die Songs von damals blicken. Aber kurz, nicht mit so einem riesen Gewicht auf diese 3 Punk-Songs von 1982, das ist lächerlich. Es gibt ein Gesamtwerk von 300 Songs oder 400 Songs. Und man kann das neue Album bewerten, man kann das neue Album in die Songs reingehen, man kann die Autobiografie im Gesamtwerk der Onkelz beleuchten, man kann die Bewusstwerdung beleuchten, man kann das soziale Engagement beleuchten. Das macht eigentlich fast niemand. Diese Artikel, die wir ablehnen, die wir bewusst ablehnen und sagen, die wir nicht brauchen, die behandeln diese Themen nicht. Die sind nur daran interessiert zu schreiben, die Onkelz sind in der Stadt, das ist ein Aufreger. Die Onkelz verkaufen die Halle aus, das ist ein Aufreger. Warum verkauft diese Band die Halle aus? Die Artikel kratzen ja nur an der Oberfläche. Es ist ja nicht so, dass die Artikel irgendwie Tiefgang haben, weil an Tiefgang ist kein Mensch interessiert. Von daher sagen wir nicht, ihr dürft nicht kommen, sondern wir sagen, kauft euch eine Karte. Es ist uns egal. Kauft, bleibt weg, kommt, macht, was ihr wollt. Fotos gibt's nicht und Freikarten gibt's auch nicht. Ich freue mich natürlich, dass wir es halt auf diese Art und Weise geschafft haben, so erfolgreich zu sein und nicht durch diese ganze Medienmaschine gezogen wurden. Zumindest nicht in einem positiven Sinne. Das, was uns da widerfahren ist,
dafür brauchen wir nicht Danke zu sagen. Ja. Ich meine, dich in der Öffentlichkeit als Rechtsradikal abstempeln zu lassen und das über 24 Jahre, das ist, weiß Gott, nichts. Das ist auch keine gute Publicity. Ich meine, man sagt ja oft, negative Publicity ist auch gute. Aber die wollten nichts anderes machen, als uns fertig machen. Und normalerweise wäre jeder andere Künstler, ob das jetzt ein Schauspieler, Politiker oder Musiker wäre, der wäre von der Bühne gesprungen und wäre nie mehr wieder aufgetaucht. Ja? Und wir haben denen halt wir haben halt mal gezeigt, was es heißt, diesen Widerständen gegenüberzutreten. Typischer Tag auf der Tour. Ja, okay, irgendwo vor der Halle ankommen, aus dem Bus rausfallen, Catering suchen, Produktionsbüro suchen, dann erstmal mit dem entsprechenden Örtlichen schauen, wo die Stände hinkommen. Dann lassen wir die Trucks vor die Halle fahren, laden die aus, bauen die Stände auf, bestücken die entsprechend mit unseren Artikeln und ja, dann geht's los mit dem Verkauf. Das Kaufverhalten der Fans, würde ich mal sagen, ist extrem. Ich denke mal, die drücken ihre Einstellung damit aus. Gerade im Moment geht dieses rote Rocker-T-Shirt ganz gut. Dann. 17,5 oder was? Ungesichert, jetzt erste Chance für die Oberhausen. Mein Verein ist halt Hamburg, HSV, obwohl sie so schlecht sind. Aber man hält halt doch die Treue nach Jahren. Weil ich bin als Knallerknirps, bin ich schon in die Westkurve gegangen in Hamburg. Aber Frankfurt ist auch, auf jeden Fall, an zweiter Stelle. Man hat nur ein Herz, Freunde. Das kann immer nur für einen Club schlagen. Wir haben im Laufe der Jahre da so eine emotionale Ebene entwickelt, wo wir uns nicht mehr gegenseitig dissen und sowas und wo es cool ist, wenn dem anderen seine Mannschaft auch gewinnt. Ja? Und so hat der Kevin uns den HSV näher gebracht und umgekehrt wie in Frankfurt. Alles klar? Machen keine Rock'n'Roll. Ich sag mal so, so näher wir dem letzten Konzert entgegenschreiten, umso schwieriger wird's. Ja. Kevin ist für mich diesmal wieder mal ein Phänomen. Das war ja von Anfang an immer unser Knackpunkt. Bei jeder Tournee ist Kevin so, wo wir nicht wissen, wie es in die Hören. Kevin ist super drauf, hat na klar ein bisschen stimmliche Probleme, aber sonst von der Verfassung, vom Dasein und so, die Show mit Durchhall. Ich habe bis jetzt nur einmal Probleme gehabt mit der Luft, das war aber auch extrem heiß, wo wir dann in Ulm ein Lied gecancelt haben. Ja, macht total viel Spaß. Läuft super, nach anfänglichen Schwierigkeiten, was die Auf- und Abbauzeiten durch den Umfang des Materials betraf, läuft es jetzt total klasse. Ich bin der Mike, rechts und links von mir sind meine Töchter Lisa und Carina. Ich hatte schon immer ein Faible für amerikanische Autos. Dann waren wir zum ersten Mal auf dem Drexler-Rennen und haben den Oculus Drexler da geguckt. Und da kam bei mir so die Idee, okay, machst du was?
machst du so ein Auto, was in etwa diesem Teil da ähnelt. Und ja, ich glaube, ist ganz gut gelungen. Ne? Die Leute haben immer viel Spaß, wenn du damit aufkreuzt auf so einem Konzert. Und ist einfach eine Show für sich. Das ist einfach ein Lebensgefühl. Mexiko! Also im Großen und Ganzen ist man dafür da, die Bands in ihre Hotels einzuchecken, deren Rechnungen zu zahlen, deren Reisepläne zu begleiten. Die im Großen und Ganzen einfach dafür zu sorgen, dass es denen gut geht und dass die happy sind. Wie man das macht, ist natürlich selbstverständlich Berufsgeheimnis. Und was die Jungs im Einzelnen brauchen, um glücklich zu sein, geht euch natürlich überhaupt nichts an. Aber ansonsten ja, ist es ein sehr schöner Job, der sehr viel Spaß macht, weil man natürlich sehr viel sehr nah an der Band ist. Das ist jetzt meine 5. Tour mit der Band und ja, das ist so ein bisschen wie ewig grüßtes Murmeltier. Ja, der wiederholt sich natürlich. Man wacht immer in irgendeinem Hotelzimmer auf und schlingt sich schnell ein Frühstück runter. Sieht dann zu, dass wir pünktlich wieder an der Halle sind und am nächsten Tag geht's wieder von vorne los. Ich betreue die Band, wasche die Kleider, nähe sie, pflege sie. Ich bereite den Raum zu, wo sie essen. Dort, wo sie die Couch haben, Fernsehen gucken, ja. Ich betreue eher Stefan. Katja macht dann die anderen drei Jungs. Bei ihm ist einfach, da muss einfach alles perfekt sein. Wenn er auf der Bühne ist, plötzlich kommt er mal, ja, ich brauche ein Taschentuch oder sowas. Und da musst du einfach alles dabei haben. Der rote Stern, Alter. Sieht gut aus, würde ich nehmen. Also für mich war Mannheim definitiv auch ein geiles Konzert, weil wir halt vorne erste Reihe standen. Die Onkels selbst, der Name steht mehr für ein Wertepaket mittlerweile für uns. Das sind für mich Werte wie Individualismus, Ehrlichkeit, Freiheit. Ich sehe das auch so, dass das halt die Texte für mich ein Eigenleben entwickelt haben in mir, was ich vorher nicht hatte. Und dass ich so dann versuche, mal ein guter Mensch zu sein. Ich sag's mal so, eben soziale Verantwortung, eigenständiges Denken und so. Und das ist das, was für die Onkels für mich bedeuten. Weil wir sehr textlastig sind und also sehr textlastige Beziehung zu den Onkels haben. Und das, weil Stefan einfach der Autor ist der Texte, ja, wäre Stefan wohl der Wichtigste. What the fuck is this? Lass es gut schmecken. Sag mal was, wenn wir freundlich sind zu dir, kannst du auch ein bisschen freundlicher sein. Arschloch. Arsch. Schon gut, mein Junge. Trink mal deinen Orangensaft. Ist schon gut. Ist schon. Wird alles gut. Ich bin draußen direkt neben dem Kicker. Ja? Kannst du mir direkt nochmal einen kickern? Ja? Wir spielen gegen zwei Fans. Wir mögen die Onkels wegen der Texte. Natürlich ist es auch so, ihr könnt mich mal, ich bin geiler als ihr, ja? Geil. Ist auch ja, was soll ich jetzt sagen? Geil. Aber sonst so überstimuliert und so, das sind so die Lieder. Muss man aber unterscheiden zwischen dem, was man hört, wenn man auf einer Party ist und zwischen dem, was man hört, wenn man zu Hause vor der Stereoanlage sitzt. Ja, auf jeden Fall. Und dann höre ich mir auch auf jeden Fall lieber überstimuliert an, als jetzt beispielsweise Terpentin oder sowas. Ja, ja, also wenn du ein bisschen Selbstbewusstsein brauchst, ja, dann legst du mal so ein gutes Lied von dir selbst auf und dann, oh, ja. Ja, da habe ich echt was geleistet. Genau. Ist das von mir? Boah. Weil ja es heißt, dass in Sachsen 9% NPD wählen würden, habe ich mir heute ganz feste vorgenommen, eine Ansage zu machen in der Richtung. Mir ist nämlich gerade was eingefallen. Und zwar was ich ganz, ganz wichtig finde, loszuwerden. So, ich gucke ja so jeden Nachmittag, wenn wir aufwachen, die Nachrichten. Da sehe ich doch in den Nachrichten, dass ihr habt ja bald Landtagswahlen hier, dass diese Wichser von der NPD schätzungsweise 9% der Stimmen bekommen können. Und dazu muss ich euch eins sagen, warum ich überhaupt drauf komme und es überhaupt hier zum Thema mache, ist das,
weil die NPD uns dauernd versucht zu instrumentalisieren. Und ich will, dass ihr wisst, dass wir mit der NPD nichts am Hut haben, dass die Wichser uns verdammt nochmal Marsch lecken können. Und euch kann ich nur empfehlen, wählt nicht aus Protest irgend so ein paar Arschgeigen, Leute. Das sind alles hinterwäldlerische Nazis, die kein Mensch braucht und ihr schon gar nicht. Ich habe noch eine Frage. Ja. Was ist, also, nee, das, linker Arm, das ist das da unten. Nee, das weiß ich. Das ist uns klar. Ist das Arabisch oder so? Das ist Onkels auf Tibetisch. Das ist cool. ich finde die schönste Schrift überhaupt und das ist Tibetisch. Was haltet ihr denn auf Frankfurt? Machen wir eine kleine Aftershow-Party, da seid ihr gerne zu eingeladen. Das ist geil. Wir sind da. Ersten Abend Frankfurt. Jo. Vielen Dank, bei 6 hört das Spiel auf. Ja, das haben wir auch schon gehört. Bei 600 ist klar. Yeah, die Fans besiegt. Yeah. Pass auf, wenn jemand nichts zu tun hast, der hat meine Nummer und wir sind abends. Ich rufe natürlich sofort an, wenn ich nichts zu tun habe. Weiter ruf mich da mal an, ja. Ich wusste es. Ich melde mich, ne? Ja. Okay, tschüss. Mach's gut, tschüss. Gut, dass du es auch so witzig findest wie ich, ey. Ich kann doch nicht dafür, dass ich melde mich. Mann, geil, ey. Gut, dass ich Backstage kacken war, ey. Also, Leute, wir haben uns am Anfang der Tournee überlegt, das folgende Lied in 2 Versionen zu spielen. Einmal in der Version, wie sie original auf Platte war und einmal auf einer Best-of. Und zwar einmal die normale Akustikversion und einmal die schnelle, rockigere Variante. Es handelt sich hierbei um wieder mal einen Tag verschenkt. Wie gesagt, ursprünglich wollten wir das auf jedem Konzert abwechselnd spielen, aber dann dachten wir uns, wir lassen euch auswählen, welchen Titel ihr wann hören wollt. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, indem ihr ganz laut Ja schreit, für die ein oder andere Fassung zu voten. Also fangen wir mal an mit der rockigen Variante. Jetzt die akustische Variante. Am Arsch, das will man jetzt nochmal sehen. Die rockige Variante. Arschlöcher. Die akustische Version. Verdammt, wir können ja nicht beide spielen, wir müssen uns entscheiden. Träumst du, Alter, das war doch ganz klar. Okay, Leipzig. Ein absolutes Unikum im Laufe der Karriere der Onkels. Wir spielen ein Lied zweimal. Ich war auf einer Geburtstagsfeier von einem Freund, das war 98 und dann lief wieder mal ein Tag verschenkt und Wilde Jungs. Und Wilde Jungs hat es mir total angetan. Das war auch das erste Lied, was ich dann auswendig gelernt habe. Und dann fing die Euphorie an und man muss ja alles wissen, alles kennen und jede CD gehört und alles war neu, alles war schön. Jeder hat seine eigene Geschichte. Ein Alkohol oder Drogen, also die groben Sachen, über die immer gesungen werden oder der Tod. In meinem Leben war das zum Beispiel, hatte das sehr viel mit Tod zu tun und ich musste oft kämpfen. Um über diese Geschichten hinwegzukommen und dabei haben sie mir sehr geholfen. Die Texte und die ganzen Lieder sollen einfach nur eine Stütze sein, eine Hilfestellung, um wirklich zu begreifen, um was es im Leben geht und einfach mal alles selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, jetzt mach es. Yeah! Einfach dieses Phänomen, was die auf die Beine gestellt haben, in diesem Konzert für eine Stimmung zu erwecken in den Leuten und das ist das, was verbindet.
Ja, und ich meine, schweißt ja auch immer zusammen, wenn man am Ende bei ihr hätte das wissen müssen, in der ersten Reihe steht und dann weinen da die Kerle und man guckt die an und weint gleich mit, weil das einfach, dann auf einmal ist alles so emotional und man, es wird einem wieder bewusst, so wie lang zwar die Zeit war, aber dass alles irgendwie ein Ende hat. Was machen wir jetzt mal anders? Kommt mal mit, ich zeig euch was. Geil. Ey, das Ding sieht immer noch genauso aus wie früher, oder? Das ist doch nicht zu glauben. Das ist schon mal renoviert in der Zwischenzeit gewesen. Das ist das Jutz Bockenheim, wo eigentlich alles begann. Ja, ist ungefähr, wie lange ist es her, dass wir hier gewesen sind? 82, schätze ich mal, also 22 Jahre. 20 Jahre hätte ich auch gesagt, ja. Mhm. Nicht zu glauben, dass das Ding jetzt noch so aussieht wie damals, original. Ich meine, es war ja damals sowieso schon immer gutes Gefühl, überhaupt hier angekommen zu sein, weil du bist ja als Punk in Frankfurt auch gejagt worden von irgendwelchen Gangs, von was weiß ich was. Wenn du dann in die Straßenbahn eingestiegen bist, hast du ja schon geguckt, dass du unbeschadet hier ankommst. Das war ja immer schon ein Erfolg an sich, dass du hier unbeschadet angekommen bist. Ja. Immer Schiss gehabt, ständig Schiss. Die Prolls haben sich mit den Rockern zusammen da, immer nur Geschichten gehört. Die und die sind ja auf der Lauer, nur Klemmarsch und Stift. Die warten da auf dich. Wenn du da im Eingang warst, endlich zu Hause. Ja, hier waren wir viele. Hier konnte nicht so schnell was passieren. Aber wenn du alleine unterwegs warst, ja, verdammt viele Geschichten kommen hier hoch. Gefühle, vor allen Dingen auch viele Gefühle. Ja, gerade wie das, was wir gerade erzählt haben. Das hatte man ganz vergessen. Ja, und dann als Steve wilde Zeit. Aus Nied, aus der besetzten Post, die ganzen Anarchos, ja, die wollten auch hierher dann und wollten hier übernachten, weil sie rausgeschmissen wurden. Und dann wollten wir die nicht haben, kleinlich wie wir waren. Das ist unser Jugendzentrum, nein, ihr könnt hier nicht sein. Und dann hast du mit deiner 6mm Gaspatrone auf den Typ hier losgeschossen. Der Typ hat nur gelacht, weil es sind nur piff, 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 piff. Oder was willst denn du mit dem Ding hier? Ich kann immer meine Kalaschnikow rausziehen. Und dann sind wir ganz klein abgedackelt dann. Gedemütigt. Ja, das Ironische ist, um es den Leuten nochmal zu sagen, die sich in Frankfurt natürlich nicht auskennen, wir befinden uns jetzt gerade hier, Luftlinie, weiß nicht, 200 Meter, 300 Meter von der Festhalle entfernt. Ja, also beide Stationen unserer Karriere, Geburt und Ende liegen jetzt ganz nah zusammen. Ja. Erstes Konzert, letztes Konzert. In Frankfurt zumindest. Ja, in Frankfurt, ja. Heute das letzte Onkelskonzert in Frankfurt. Denkwürdiger Tag. Nichts wird vergessen, steht hier noch. Auch wenn es für Günther Sahre nur gilt. Okay, dann fahren wir in die Festhalle zurück. Dann lasst uns das tun. Zur wirklich letzten Station. Ja, geil. Das ist ein super Bild. Von hier aus habe ich das noch nie gesehen. Das ist eine geile Halle. Weißt du, wie oft ich hier als Kid war und mir Konzerte reingezogen habe? Keine Ahnung, tausendmal. Von Led Zeppelin über AC/DC bis zu Rush, alles. Ja. Wenn du mich mal gefragt hättest, in welcher Halle willst du denn mal gerne spielen, dann wäre vielleicht als Maximum die Offenbacher Stadthalle rausgekommen und das wäre mir schon vermessen vorgekommen. Aber hier in der Festhalle zu spielen, also das ist schon krass, echt krass. Oh, das wird mir fehlen wie verrückt. Ey, ich sag's dir ganz ehrlich. So, Frankfurt, erste Reihe, so muss es sein. Einspielen. Ja, wir müssen zwar nur noch 3 Stunden hier warten, aber egal. Geht alles. Rock'n'Roll. So. Ob sie machen gutes Essen. Ob sie nichts kann, dafür das Essen nicht schlecht. So. Oh. Gibt's gar 6:2. Die Eintracht heute. Echt? In Oberhausen, echt? Ja. In Oberhausen? Nee, in Frankfurt, ja. Obwohl ich die Rot-Weißen ja lieb. Nein, Oberhausen, das ist mein Club. Rot-Weiß Essen auch. Aber also, geil. Pommes Rot-Weiß auch. Eintracht geht vor allem. Nach HSV natürlich. Frankfurt ist immer ganz bisschen komisch kribbelnd. Aber es geht. Nur weil da eine Verwandtschaft da ist. Die mal ganz genau auf die Finger guckt. Wahrscheinlich. Wird er nervös. Oh.
Leute, dieses Händemeer in diesem Zwischental, das sieht sowas von geil aus. Ich liebe diese verdammte Scheißhalle hier! Ja, beim letzten Song muss ich auch mal an einer Stelle, hat's mich gestochen. Ja, dann muss ich mal schnell vertreiben. Aber das hätte ich ja nicht weiterspielen können. Ich hab keine Lust, mich darauf einzulassen, weil... Ich muss die ganze Zeit heulen beim letzten Lied heute. Ich bin die ganze Zeit mit den Tränen gekämpft. Die letzte Ansage auch abgebrochen, ne? Ja, ich konnte nicht mehr. Wenn ich dann noch tiefer reingedacht habe in das Thema, dann kam mir halt noch mehr Tränen, ne? Jo. Ich muss ganz ehrlich sagen, bisher konnten wir es ganz gut verdrängen, dass es tatsächlich unsere letzten Konzerte sind, die wir auf dieser Tournee machen. Mit Ausnahme der Lausitz nächstes Jahr. Okay, Leute, komm, lass mich ausreden, bitte. Wie gesagt, bisher konnten wir es ganz gut verdrängen. Nur natürlich hier in unserer Homebase zu wissen, dass wir das letzte Konzert hier in der Festhalle spielen, das ist schon ein bitterer Moment, das kann ich euch sagen. Und es geht verdammt tief rein, deswegen, ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich sagen soll, weil, ja, mir fehlen einfach die Worte. Ja klar, zum Schluss kann man einfach natürlich das Bewusstsein, dass es halt tatsächlich jetzt das letzte Mal Konzert ist in Frankfurt, ja. Und dann, ja keine Ahnung, stürzt natürlich deine ganze Erinnerung irgendwie auf dich ein, ist ja klar. Nichts Greifbares, aber in Bruchteilen von Sekunden läuft halt auch eine ganze Menge ab, was dich emotional total verwirrt. Das heißt nicht verwirrt, das ist nicht verwirrt in dem Sinne, ich weiß, woher es kommt, aber schon, ging schon tief rein. Also ich konnte mir auch die Tränen nicht verkneifen. Ich versuche es einfach mal kurz und schmerzlos zu machen und bedanke mich einfach bei euch dafür, dass ihr heute Abend uns ein wahnsinnig geiles Konzert verschafft habt. Ich finde, es war eines meiner schönsten Konzerte meiner Karriere. Und so ein Abschied ist halt schon schwierig. Ist doch klar. Das ist ja nicht nur Frankfurt, sondern es ist ja die Onkels und Frankfurt. Das ist ja viel, viel mehr als jetzt nur die Stadt Frankfurt. Ne? Das ist aber diese komplette Historie, die dahinter steckt, die man da assoziiert. Da ist was ganz Großes, was ganz Langes geht zu Ende. So, Leute, ich kann nicht mehr. Ihr hättet es wissen müssen. War das beste Konzert in Frankfurt bisher, fand ich. Ich hab's genossen. Ich auch. Total. Stark. Bis zum Schluss auch. Wir sind mir leicht die Tränen gekullert. Ja, ist aber cool. Das fanden die Leute richtig geil. Kurz obwohl wir gerade trösten kommen. Hat er gesagt. ja. Aber dann musst du nochmal. Diese scheiß Kamera, Leute. Pass mal auf, jetzt kannst du denen nämlich hier nochmal ganz genau erzählen, wer eben den Ausweis von mir nicht sehen wollte. Ich wollte eben die Treppe runter und da wollte der Typ tatsächlich von mir den Ausweis sehen. So wie er hier aussieht, ja, von der Bühne mit Bademantel und allem drum und dran. Und der Typ fragt ihn nach dem Ausweis. Wo ist dein Ausweis? Sonst kommst du hier nicht rein. Ich dachte, das wäre ein Scherz. Ich dachte, der macht einen Scherz. Und der meinte das aber ernst. Das war der Hammer. Also, so habe ich in 24 Jahren noch nie erlebt. Noch nie. Und dann bin ich runter. Und dann hast du einen Ausweis geholt? Hab ich mich nochmal umgedreht.
Und dann sehe ich, dass die Freunde von ihm ihn total zur Sau gemacht haben. Alter, bist du wahnsinnig, du kleiner Sänger! Also zum Ersten, ich bin mega begeistert von diesem Konzert. Also das ist fast gar nicht mehr zum Toppen, würde ich sagen. Also die Stimmung war hammergenial, hammergeil. Also was Besseres gab es gar nicht mehr. Ja, ja. Mädchen, Ficke, ohne Scheiß. Ich habe ja. Das letzte Mal geweint, als ich 15 war. Aber heute habe ich so viel geweint, gestern schon. Ich war gestern schon hier. Ich habe fast keine Stimme mehr jetzt. Ich habe durchgeholt. Aber ich habe durchgeholt. Die letzten zwei Lieder. Ja, man hat es gemerkt, es ist ihm schwer gefallen. Und klar geht es denen auch nahe. Die kommen aus Frankfurt. Was soll man sagen? Es tut uns allen weh. Heute ist wieder angesetzt hier ca. ein Publikum von 12.000 Leute und da haben wir 12 Schleusen aufgebaut. Man rechnet immer, dass man pro Stunde durch eine Schleuse ca. 1.000 Leute kriegt. Dann haben wir gleichzeitig zwei Leute, die sind verantwortlich für narzisstische Sachen. Das heißt, die achten auf irgendwelche Symbole, rechtsradikale Symbole, die verboten sind. Wenn wir natürlich Störenfriede drin haben, die müssen dann natürlich auch, damit die anderen Gäste irgendwo nicht verletzt werden, müssen ja auch dafür sorgen, dass die Leute entfernt werden. Hallo! Airwolf! Airwolf Germany! Das ist nicht der Wunsch vom Böse-Ungeiz-Management. Ich biete dir jetzt zwei Möglichkeiten an. Die erste Möglichkeit ist, ich zahle hier 20 Euro auf deine Karte aus und gebe dir ein Hausverbot für den heutigen Tag. Die zweite Möglichkeit ist, du bekommst das Hausverbot ohne die 20 Euro ausgesprochen. Was möchtest du davon wahrnehmen? Moment mal, wenn ich die Pullover ausziehe. Nein, hast du mich akustisch eben verstanden? Möchtest du die 20 Euro haben oder möchtest du so gehen? Ich bin 4-5 Stunden, ich bin mit Leuten hier, weißt du? Möchtest du jetzt so. Hallo! Jetzt mal ich! Möchtest du ohne Geld gehen oder möchtest du 20 Euro haben? Ohne Geld. Bitteschön. So, Platzverweis ausgesprochen, bitte die Halle verlassen. Komm, ganz schnell. Wir haben aber auch deutlich gemacht im Laufe der Jahre, dass wir uns von dieser Sorte Leute voll distanzieren und wir auch nicht haben wollen, dass die auf unsere Konzerte kommen. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber im Endeffekt jetzt ist es eine Familie mit guten Leuten. Da stehen Punks, da stehen Skins, also Oi-Skins, keine politischen. Da stehen Normalos, Alte, Junge, Mädchen, alles. Alles durcheinander. Eine riesen Gemeinschaft, ja. Auch Türken, Ausländer, es sind so viel bei uns auf unseren Konzerten. Und genauso wollten wir das eigentlich immer haben. Und so ist es jetzt. Und das haben wir erreicht. Und das ist ein schönes Ding zum Ende, dass wir das noch erreicht haben. Ich weiß schon, dass die Gänsehaut sich in Dortmund wieder stellen wird. Weil das war für mich immer der Highlight von allen Shows. Dortmund war was ganz Spezielles. Da kommt auch keine Halle in Deutschland mit. An die Erbe. Willst du oder willst du nicht? Es hat mich nicht lange auch tierisch bewegt, dass ich heute vielleicht das letzte Mal hier bin mit der Band. Ich glaube, wir sind mittlerweile das 8. oder 9. Mal hier. Erste Reihe. Was hast du dafür gemacht, dass das klappt? Rechtzeitig hier sein und rennen. Wir sind seit morgen um 4 vor der Halle, also bei der Halle gewesen, haben ein bisschen gepennt. Ja, und jetzt sind wir angestanden, sind wir 6 Stunden, so denke ich schon, mindestens 7 Stunden. Antibiotika genommen, gestern krank geworden und immer noch erste Reihe. Das ist doch mal Hardcore-Fan, oder? Ja. Vom Konzert viel trinken. Vom Einstellen nochmal pingeln gehen und ja, den Rest muss man dann halt so aushalten hier. Das ist jetzt mein 11. Konzert von der Tour und hat bis jetzt immer geklappt, erste Reihe. Sehr gut. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, Rock Dortmund. Thank you.
bist, hier dafür zu sorgen, dass kein Vorname geht, gedrückt wird. Das ist immer die Gefahr, dass wenn die Menschenmassen groß hier vorne stehen und der Druck von hinten zu groß wird, dass die Leute vorne kollabieren oder aber dass sie einfach Platzangst kriegen. Das ist ein Unterschied, ob ich, sagen wir mal, ein junges Mädchen ziehe mit 40, 50 Kilo oder auch ein etwas stabiler mit 120 Kilo. Ne? Onkelspublikum ist auch ein sehr gutes Publikum, die aufeinander aufpassen. Wir sind auch stolz, dass wir für sie arbeiten dürfen, ist ganz klar. Ne? Das ist eine außergewöhnliche Band. Ne? Und ich kenne eigentlich keinen in Graben, der kein Onkels-Fan ist. Ne? Es waren tausende Leute. Der ganze Innenraum. Der ganze Innenraum ist auf die Knie gegangen. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Echt, ne? Haben wir eben gerade darüber gesprochen. Das ist unglaublich. Ja. Unglaublich. Deshalb haben die anderen auch gestanden. Ich habe gedacht, wie kommen die denn so hoch? Wieso sehen die anderen so hoch aus? Unglaublich. Das habe ich gar nicht gedacht. Das war der Hammer. Geil. Ich bin geblättet, weggefegt, mir fehlen die Worte. Unglaublich, also fehlen mir die Worte, Alice. Da fehlen mir echt die Worte. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich hingucken soll auf der Bühne. Wenn ich da reingucke, hätte ich angefangen zu flennen. Ja, ehrlich. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Dortmund wieder. Dortmund. Nicht zu glauben. Die haben immer noch einen auf der Pfanne. Das hat bestimmt keine Rockband vorher erlebt, sowas. Hingekniet, ja, auf einem Rockkonzert vor deiner Band, die ganze Halle. Boah, nicht zu fassen. Mir haben die Haare so zu Berge gestanden. Und ich hatte eine Gänsehaut. Das war wohl hart, oder? Hast du gesehen, wie sie sich gesetzt haben? Das habe ich noch nie gesehen. Haben wir nicht. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben.
Das war also muchos respectos. Mir ist das Gänsehaut gleich hochgekommen, bis ich da gestanden bin. Was geht denn ab? Ja. Ja, bei uns auch. Kannst du wahnsinnig stolz sein auf dieses Ding. Allerdings. Du musst hochgehen. Jo. Ich habe länger gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass die wirklich sich verbeugen vor den Onkels, also sich verneigen sozusagen als Dankeschön, als Abschied. Gänsehaut gekriegt. Oh yeah. Was soll denn das in Hamburg erst werden? Ja. Alter, Alter. Heute halt, wie soll ich sagen, noch wie so ein finaler Akt einfach für mich. Und wenn ich morgen hier wegfliege aus Hamburg, dann fängt für mich ein neuer Lebensabschnitt an. Also es ist schon echt eine verdammt emotionale Sache. Ja. Ja, wir haben gestern noch bis 6 Uhr gesoffen und ich denke, ich bin gut vorbereitet. So, Vorsicht! Moment! Meine Damen und Herren, wir stehen hier in Hamburg-Blankenese an diesem denkwürdigen Tag. Der 5. Oktober 2004 wird in die Geschichte eingehen als tragisches Ende einer langen Bandgeschichte. Moje, moje. Tja, ne? Das letzte Konzert. Und dann noch in Hamburg und meine Geburtsstadt, du. Gibt's das gar nicht, du. Okay. Kleines Statement zum heutigen Tag. Danke. Freundlich. Auf zum letzten Geschoss, oder was? Jo. Ja. Na Jungs, wie geht's euch? Das sollst du doch mal bitte unterschreiben. Häng die doch mal hinter den P. Kannst du die einzelnen Leute... Noch ein paar Autogrammkarten unterschreiben. Ich schub keine Autogrammkarten. Ja gut, es geht ja ganz schnell hier. Ja, ist gut. Herr Jodlers haben wir. Ich hab's 3:30 geknackt. 2:30? Ich bin allerdings auch echt erst wieder um, keine Ahnung, 5 oder 6 Uhr morgen eingeschlafen. Schurte. Der Mann braucht keinen Schlaf. Der hat übernatürliche Schlafkräfte. Frequenz. Die gleiche wie du. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Willst du mal hören bei mir? Lars, Alternativfrequenz. Alternativ-Weltpack erstmal. Das ist schon eine Anfang. Okay, dann müssen wir gucken, wer hier. Ja, kommt. Ich gehe mal hier noch. Was besorgen heute den Hamburgern? Ich hab schon meine Stimme wieder gehört. Ja, 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 ja. Das ist der magische Finger. In dem steckt die Zauberkraft. Die Zauberkraft meines Bassspiels. Der Mann will gut geschützt sein, sonst verletzt er sich nämlich leicht.
Deshalb diese kleine Turban. Manchmal rede ich auch mit ihm. Ja. Und war ich? Gut warst du. Heute muss er sich besonders gut anstrengen. Lass mal gucken, vorher, wenn er sich nicht angestrengt hat, ist er heute eine Kuppe kürzer. Ah, Volker! Volker! Oh, so bestimmt emotional. Ich weiß nicht, was bei mir persönlich passiert, aber ich denke, es werden viele Tränen fließen. Sowohl auf der Bühne als auch vor der Bühne. Und deshalb wollen wir auch nochmal in die erste Reihe gehen, damit man das nochmal alles richtig vom Namen sieht. Später haben wir noch genug Zeit zu reden, okay? Kevin ist total zusammengebrochen. Und, naja, natürlich beide schon geflammt wie ein Schuss. Und, weil irgendwie doch das letzte Ding, das nagt. Das nagt und nagt. Es wird eng heute. Es kam voll plötzlich, voll über mich, so. Toi, toi, toi. Danke. Voll. Weißt du was, ich hab letzte Nacht total beschissen. Hat mich voll lang. Ja. Ich bin erst eingepennt und dann bin ich wach geworden um, weiß nicht, um eins oder was. Konnte nicht mehr pennen. Tausend Sachen im Kopf rumgegangen. Der schwersten Gänge. Jetzt möchte ich mal, dass er jemanden zu Gesicht bekommt, der für uns hier seit Jahrzehnten unsere Tour macht und den wir den fünften Onkel nennen. Das ist der Thomas. Und auch auf der letzten Tour bin ich der Meinung, ihr solltet den mal zu Gesicht bekommen. Der ist der Geiste. So Gästen können wir verdammt mal fast nicht umgehen. Das ist, was letztens schon in Dortmund passiert und was er jetzt hier gerade macht, ist einfach eine Respektsbekundung, die wir nicht.
wahnsinnig schwer, mich im Namen der Band von euch zu verabschieden. Kevin sagt mir die ganze Zeit, bitte, bitte, Stefan, mach so schnell, wie es geht. Es ist aber, es geht nicht ohne euch nochmal zu sagen, was ihr für uns bedeutet habt, an was wir gemeinsam 24 Jahre zelebriert haben, was ihr uns aus uns gemacht habt, welchen Support wir von euch hatten und dass über so viele Jahre etwas entstanden ist, was einmalig in dieser verdammten, beschissenen Welt ist! Lasst euch einfach nur gesagt sein, lasst euch gesagt sein, dass wir jeden Tag mit euch genossen haben, dass wir euch danken für 24 Jahre Onkelz, dafür, dass ihr so einen langen Weg mit uns gegangen seid, immer zu uns gehalten habt, viel Scheiße einstecken musstet, das wissen wir. Und es ist einmalig, Leute, ich gehe auf die Knie vor euch. Ihr seid die Geilsten! Bevor es jetzt echt eine Ecke too much wird, das letzte Lied. Und das hätten wir alle hätten es wissen müssen. Das, was übrig bleibt, wird es nur einmal geben. Kann uns gar nicht mehr. Trag mir deine Tränen, lass uns aufschütteln. Ein letzter Toast, ein letztes Lied. Die Zeit ist an die. Für alle und keinen, wir sind am Ziel. Mit uns im Reinen, ja. Der Letzte macht das Licht aus, wie gern. Ihr hättet es wissen müssen, Steine auf Herz und Seele, schieße Saft in die Tränenkanäle. Ihr hättet es wissen müssen, was heute im Abschied küssen, von überall, bis irgendwo, Geschichte im Ende, nur mal so. Sehen uns im nächsten Leben, am Ende einer Reise, auf unsere eigene Weise. Sind das Ende naht, die letzten Jahre, die letzten Fachformat. Sag gute Nacht! Für alle und keinen, wir sind am Ziel und mit uns im Reinen, ja. Der Letzte macht das Licht aus, wir gehen. Wir hätten es wissen müssen, Steine auf Herz und Seele, schießen Kraft in die Tränenkanäle. Wir hätten es wissen müssen.
danke für alles, danke für diese Geste, danke für eure Liebe, danke für euren Respekt. Wir lieben euch, ihr seid die Geister! Kamera aus, bitte, ja?